In Wien um 1900 spielen alle Kunstsparten eine wichtige Rolle. Auch das Kunstgewerbe hat eine enorme Bedeutung. Das war so die Geburtsstunde des modernen Design, könnte man sagen. Das war Schlichtheit, das war Originalität und auch Authentizität des Materials. Diese Sitzgruppe wurde von Josef Hoffmann entworfen. Die Gruppe ist aus ganz schlichtem Holz gearbeitet, schwarz, gebeizt, gefärbt. Das ist ein ganz schlichtes Verfahren, das das Material des Holzes zur Darstellung bringt. Das ist sicher das teuerste Stück der Sammlung, was Kunstgewerbe angeht. Das ist der sogenannte Purkersdorf-Sessel, ein Sessel aus dem ehemaligen Sanatorium Purkersdorf. Man kann sagen, das Purkersdorf-Ensemble ist ein Höhepunkt der Radikalität des Wiener Werkstätte-Designs. Also einfacher geht's nicht mehr. Man sieht das auch bei dem Sessel, der ist eine quadratische Form. Das Quadrat findet sich im Kubus, es ist wie eine Würfelform. Und aus dem Quadrat findet sich auch im Detail in dem Schachbrettmuster, das die Oberfläche dieses Sessels bestimmt. Und die Farbigkeit ist ganz schlicht weiß und das Quadrat dann mit den schwarzen Flächen. Die Broche ist aus dem Quadrat heraus entwickelt und zwischen diesen Metallgitter befinden sich Edelsteine, aber eigentlich nicht wirkliche Edelsteine, sondern sogenannte Halbedelsteine wie Onyx oder Achat. Die Farbigkeit selber ist sehr wichtig, weil sie einen ganz eigenen Farbakkord bildet. In dem Fall dieses Grün. Grün steht im Vordergrund. Es versucht, ein naturalistisches Motiv einer Blume in die Sprache der Architektur zu reduzieren.